Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Eternia. In diesem sehr mysteriösen Dungeon haben wir beim letzten Mal aufgehört und sind, schätze ich mal ganz stark, kurz davor, Shadow über den Weg zu laufen, dem nächsten Greater Cramel, den wir hier finden sollen. Ich muss mich jetzt im Vorfeld übrigens schon mal entschuldigen für eine ganz bestimmte Sache, und zwar nehme ich seit gestern Xenoblade Chronicles mit einem Wii-Controller auf, und da sind die A- und die B-Taste hier auf meinem Pad genau vertauscht und ich kann das leider manuell nicht anpassen. Das heißt, ich werde mit der Steuerung hier an der einen oder anderen Stelle sicher so meine Schwierigkeiten haben. There's a breeze. Akir, be careful. Musik ist so schön. It's too dark to see anything. From the echoes I hear, I estimate that it must be at least 3000 longe oder so to the bottom. Ja, der wird sich ja wohl hier irgendwie gleich blicken lassen, oder? I'm getting a bad feeling about this place. Let's get out of here. Sicher? Fear clouds judgment. You're not going to find anything if you let fear get in your way. Wow, Brave Kiel, das war mal anders, ne? Dass der das jetzt hier so raushaut, faszinierend. Humans are terrified of darkness, yet they fail to recognize the true darkness within their hearts. Da ist er. Oder? Komm, zeig dich, du siehst so cool aus. Jawohl, den haben wir ja schon mal kurz gesehen. Real, long time no see. Have you met him before? You bet, he gave us Excalibur at the Ruins of Vault. Ach stimmt, da war Kiel ja gar nicht dabei, da hatten wir ja stattdessen Max im Team. Are you the greater Dark Cramel Shadow? Indeed. I hope you have a justifiable excuse for disturbing my darkness. We need your help to save this world. Do you want to test our strength? Of course. Come. Ich habe auch ganz schön lange keinen All Divide mehr gefunden. Oh nee, der hat Helferlines an seiner Seite. Helferlines vor allen Dingen. Helferlines ist, glaube ich, der richtige Plural. Na, dann gucken wir mal. Also wir müssen mit dem Excalibur auf jeden Fall ordentlich Damage machen. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Na, Evie, ich versuche jetzt einfach mal, den ohne All Divide irgendwie niederzuringen. Vielleicht ist ja hier auch irgendwann mal ein Boss dabei, der jetzt nicht so krass übertrieben schwer ist. Das lag ja meistens nicht an dem Schaden, den wir ausgeteilt haben, sondern irgendwie immer daran, dass der irgendwelche Attacken hatte, die einfach mega schwer abzufangen waren. Ich habe nur noch einmal All Divide. Das kann nicht gut gehen, Leute. Das kann nicht gut gehen. Ich muss jetzt versuchen, einfach weil die Voraussetzungen hier, glaube ich, jetzt besser sind als bei anderen Bossen. Dadurch, dass ich mit dem Leitelement hier so viel reißen kann. Das ist neu. Oh, jawohl, ja. Nice. Schön, dass sie das hier zum ersten Mal zum Einsatz gebracht hat und nicht irgendwie in einem totalen Random-Kampf, den ich am besten dann auch noch rausschneide. Aber bisher läuft es ganz gut. Und ja, ich weiß, was jedes Mal passiert, nachdem ich das ausspreche, aber ich muss es ja trotzdem mal anmerken. Sag mal, manchmal tauchen da auch grüne Zahlen auf, da absorbieren die aber nichts, oder? Oder was haben die grünen Zahlen zu bedeuten? Oder bin ich einfach nur farbenblind? Da war gerade schon wieder dieses Fluchtsymbol. Ich möchte nicht flüchten, Spiel. So, warte, ich werde jetzt aber ein bisschen möglichst früh einfach versuchen, immer mit Heilung um mich zu schmeißen. Bevor das ja alles endgültig aus dem Ruder läuft. Zumindest sollte Farah irgendwie stabil bleiben. Na gut, ich selber sollte es wahrscheinlich auch. Ah ne, warte mal, bei ihm macht jetzt, glaube ich, das hier ein bisschen mehr Sinn. Genau, weil er auch nicht mehr so viele TP hat. Was ist denn jetzt mit den beiden Püppchen hier? Sterben die auch mal? Er wird schon eine Weile auf die ein. Guck mal, da sind manchmal grüne Zahlen mit dabei. Okay, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir lassen mal Kiel einmal die Spectacles einsetzen. Ich weiß gar nicht, wer da immer irgendwas absorbiert. Wenn das überhaupt Absorption ist. Ich guck mal zuerst bei Shadow. Okay, das war klar. Das war klar. Ich werde jetzt trotzdem nochmal kurz bei den anderen beiden gucken, weil ich hätte die ganz gerne weg. Die beiden Pippis hier. So, okay, die haben gar nichts, hä?
Okay, also theoretisch, wenn jetzt von meinen Leuten niemand irgendwie mit Dunkelheit direkt angreift, dann sollte ja auch nichts absorbiert werden. Das Einzige, was ich nochmal gegenchecken könnte, wäre, ob hier irgendjemand was drin hat, was mit Dunkelheit einhergeht. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, warte mal. Aber sag niemals nie. Skills, Merity, Earth, E. Warte mal, was ist denn da? Bei Dunkelheit haben wir einfach ein D mit drin einfach, oder? Ich finde das Symbol von Vault, das sieht auch so ein bisschen nach Darkness aus, einfach weil das so lila ist, aber... So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier ist ja Eis. Also ich würde sagen... Also es sei denn, beim Equipment ist jetzt irgendwas. Ja, okay, komm, das gucken wir jetzt auch nochmal. Nicht, dass ich mir jetzt hier den ganzen Kampf unnötig erschwere. Ne, Excalibur ist klar, da hätte ich gar nicht gucken müssen. Bei ihr... Sie hat Feuer drauf. Ist Feuer vielleicht ein Problem? Und er hat auch Leid auf seiner Waffe. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also irgendwas mit Shadow hat sie hier durchaus, aber das wird sie nicht bekommen. Ich würde mal sagen, wir kloppen einfach weiter auf den einen. Also selbst... Oh, jetzt bin ich fast tot. Was ist denn hier in der Zwischenzeit passiert? Ey, da gucke ich mal 2 Sekunden nicht hin und dann eskaliert hier alles wieder. Menno. Okay, der, vor allen Dingen, wenn Farah tot ist. Das ist eigentlich das Ungünstigste, was hier passieren kann. Also wenn ich gleich nochmal einen zweiten Anlauf starte, da muss ich vorher mal mein Equipment checken, weil so geht's ja nun nicht. Da kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen was rausholen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen expliziten Darkness-Schutz auch habe. So, warte mal, Kiel. Kannst du bitte einmal kurz die Merity stabilisieren? Hier war gerade schon wieder das Fluchtsymbol. Oh, ey, ich hasse das. Ey, da gucke ich mal eine Minute, nicht mal, so ein bisschen durch die Menüs und schon verliere ich die Kontrolle über den Kampf. Der wird bestimmt, ohne dass ich das mitbekommen habe, irgendeinen super starken Angriff hier vom Stapel gelassen haben. Und ich mache dieses Flucht-Icon, das macht mich so aggressiv. Ich will nicht flüchten. Ich mache dem Spiel das schon deutlich, wenn ich hier irgendwie abhauen will. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Bitte akzeptiere das. Ich brauche unbedingt eine Gruppenheilung. Was macht Merity eigentlich? Okay, warte mal. Das können wir doch aber theoretisch auch anpassen, indem sie, ne, es ist auf jeden Fall da. Ich werde sie jetzt mal HP of an Ally. Ich glaube, ich werde sie jetzt tatsächlich nur noch Nurse casten lassen. Recover kann von mir aus auch aktiv bleiben. Und Dina, was macht sie denn eigentlich? Sie greift dann an, ne? Wenn sie dann zur Verfügung steht, hier lasse ich jetzt alles. So, Nurse und Recover. So, das ist das eine. Und hier Consume TP, das kann auch gerne beibehalten werden. So, ich muss jetzt trotzdem einmal gerne noch Heilung rausschmeißen. Idealerweise in Farahs Richtung. Ich hoffe, das kommt noch rechtzeitig. Jawohl. So, und dann kann ich auch gerne mal wieder ein paar Male attackieren. Ich hoffe, dass das jetzt mit Nurse und allem drum und dran irgendwie hinhaut. Okay, Heilung habe ich gerade bekommen. Das ist schon mal gut. So, wo bin ich hier? Es wäre halt auch ganz gut, wenn sich die Gruppe so ein bisschen entzerren würde. Ich versuche mal wieder hinter die zu kommen. Okay. Na, Farah schon wieder kurz vorm Abnippeln hier. Einmal bitte Lemon Gel für dich. Nurse ist unterwegs. Sehr gut. Könnt ihr beide irgendwie mal sterben? Wenigstens eine von beiden. Was ist denn das hier? Das ist irgendwie so ein... Oh oh. Oh oh. Das sieht nach Satans Beschwörung aus, die wir gerade nicht gebrauchen können. Oder heilen... Vielleicht heilen diese Empty Doors auch den Shadow. Ich weiß halt nicht, ob es vergebene Lebensmühe ist, hier die ganze Zeit auf die einzukloppen. Oder ob ich nicht einfach auf Shadow gehe und die so eine unnütze Ablenkung sind. So, versteht ihr, was ich meine? So, ich nehme jetzt einmal nochmal das Ding hier. So, und so ist das eigentlich ganz gut, wollte ich gerade sagen, weil wir jetzt nicht wieder alle auf einem Haufen stehen. Aber wenn natürlich Shadow das Team da die ganze Zeit attackiert, dann ist uns damit auch nicht geholfen. Ich will, dass eine Empty Doll bitte stirbt. Dieser Demon Lightning Hammer, der macht, glaube ich, ganz guten Damage. Sofern ich das überblicken kann. Nein, Merity ist tot. Menno. Ich will jetzt ja ein Etappenziel-Glückserlebnis bitte haben.
Ich möchte, dass sich die Reihen hier lichten. Wie viel muss ich denn noch auf die einkloppen hier? Jetzt stirb doch, bitte. Bitte. Ich bin auch gewillt, so viele TP rauszuballern, wie ich noch nie in einem Kampf rausgeballert habe. Ich werde meine wertvollsten Heil-Items hier opfern. Also für TP meine ich jetzt. Oh, jetzt wird mein Demon Lightning Hammer die ganze Zeit noch abgeblockt. Aber guck mal, ich glaube... Weißt du was, ich werde jetzt auf Shadow losgehen. Ich habe nämlich gerade das Gefühl gehabt, dass der Shadow die nämlich geheilt hat. Aber ich überblicke das irgendwie hier nicht so ganz. Ist mir ein bisschen zu... Bisschen zu schnell. Vielleicht haben die auch die Funktion, dass die einfach nur... uns von ihm quasi weghalten sollen. Quasi als seine Art Schutzschild, wenn man so will. Okay, also ein paar Sachen würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich das jetzt hier nochmal versuchen müsste. Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. So, warte mal, wo ist jetzt meine gute TP-Heilung? Wo war denn das nochmal? Nehme ich das hier? War das das hier? Ja, Pine Gel, genau. So, bitte erstmal Meridy, damit sie weiterhin... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir entfernen uns hier aus dem Krisenherd. Nein, ich will nicht die angreifen. Ich drücke die ganze Zeit nach links und attackiere und der rennt trotzdem nach rechts, ey. Muss ich nicht kapieren. So, einmal Pinegel bitte für dich. Oh, ich will den so gerne ohne All Divide besiegen. Wenn diese beiden Tanten hier nicht wären, ne? Dann wäre das wahrscheinlich auch alles... Ist die Steuerung auch gerade viel zu hakelig. Ich versuche die ganze Zeit mit dem Cursor dorthin zu steuern, wo Shadow ist. Und der macht hier trotzdem völlig sein eigenes Ding. Der avisiert ständig diese Puppen hier. Und ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. So, Ja, warte mal. Miracle Gel einmal für Mademoiselle Meridy. Natürlich stirbt sie. Wundervoll. Ich glaube, das war's. Okay. Eigentlich wenig überraschend. Ich habe ja, als ich die letzte Folge beendet habe, schon damit gerechnet, dass diese hier scheiße werden könnte. Aber trotzdem frustriert das gerade einfach nur unfassbar hart. Warum hat denn Reed jetzt auf einmal wieder volle Energie? Ah, Grafikfehler. Schön. Ja, ich glaube, das Ding ist gegessen eigentlich, oder? Warte mal, ich versuche mal einmal noch Farrah zu heilen. Ja, das war's. Ne, wir probieren es nochmal. Ich glaube, ich sollte das ganze Spiel dann komplett neu laden, ne? Das konnte ich aus dem Menü heraus nicht. Wie war denn das nochmal? Ah, ich weiß es nicht. Wenn ich auf Retry gehe, das ist total irreführend, dann startet der nicht einfach freundlicherweise den Kampf nochmal, sondern dann bist du einfach beim... Ich gehe mal auf Quit. So, ist glaube ich besser so. So, auf ein neues. Ich habe jetzt leider nicht so viel umgeändert, wie ich gerne umgeändert hätte, weil ich kaum irgendwas habe, was den Schaden von Dings irgendwie abwendet, von Shadow-Angriffen, wo ich einfach mal von ausgehe, dass er den Großteil davon hier auch bringt. Ich habe jetzt von Anfang an Meridy auf ausschließlich Nurse gestellt und Recover halt. Und ich habe bei Farrah eine Änderung noch vorgenommen. Die zeige ich euch gleich, wenn ich das erste Mal ins Menü muss. Momentan kommen wir hier nämlich ganz gut voran. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn ich den jetzt hier so ein bisschen am rechten Rand quasi einklemme. Und ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug ist, aber wenn das so bleibt, dann kommen wir dem Sieg, glaube ich, ganz gut nahe. Jetzt ist natürlich blöd, dass Meridy nichts hat, womit sie sonst noch angreifen kann, ne? Aber das wird sich auch ganz schnell wieder ändern. Genau, nämlich wenn meine Position wieder eine unglücklichere ist. Ja, ich habe den halt gerade so schön vom Team weggehalten. Wenn mir das irgendwie nochmal gelingen würde, dann wäre das schon ganz gut. Guck mal, ich kann euch mal zeigen, was ich meine. Und zwar hat sie jetzt diese Inferi Cape. Ich weiß nicht, ob das in dem Kampf hilfreich ist, weil eigentlich ist der ja auch kein Cramel von Inferior, so habe ich es zumindest verstanden. Ich meine, wir sind hier in Celestia, aber hier steht But Weak Against Earth, Ice und Lightning und das ist alles nicht sein Element. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch den Schattenschaden quasi von ihr weghält. Wisst ihr, was ich meine? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Irgendwann wird es dann hoffentlich auch schon mal gut gehen. Das hatte ich ihn hier gerade schon wieder ganz gut in meinen Fittichen.
Eigentlich wäre es ganz gut, wenn die Dawns sich wie am Anfang von dem Kampf sich so ein bisschen hinten mit dem restlichen Team befassen. Das hat denen ja jetzt auch nicht so sehr wehgetan. Sonst hätte ich hier nicht ein paar Sekunden ganz in Ruhe auf den einprügeln können. Und ich behalte den hier... Ich behalte ihn hier so ein bisschen abgekoppelt vom Rest. Das sollte langfristig das Ziel sein. Aber ist natürlich auch leichter gesagt als getan hier gerade. Ja, aber das Gute ist, solange ich auf den einkloppe, macht er halt auch seine ganz starken Sachen nicht. Alter, was war das denn? Übertreib halt. Übertreib halt. So, warte. Kara, kommen Sie bitte zu uns zurück. Ja, jetzt habe ich wieder die Kontrolle über den Kampf verloren und weiß nicht, wie ich mich hier rausgepopelt bekomme. Es würde mir auch schon helfen, wenn ich wüsste, ob der überhaupt physischen Damage austeilt oder ob ich mich nur gegen Zaubergedöns schützen muss. Keine Ahnung. Ey, dieses Fluchtsymbol da in der Mitte. Warum? Warum? Ich check's nicht. So, Lifebottle ist jetzt wahrscheinlich Verschwendung, weil der ist gerade am Casten. Okay, wenn Meredy jetzt irgendwie eine Nurse raushauen würde, dann wäre uns hier gut geholfen. Schade, dass ich auch keine Items habe. Was ist denn das hier? Periodically regenerate some HP. Ich hätte gerne eine, so ein Heil-Item, was die ganze Gruppe irgendwie heilt. Schade, dass es sowas nicht gibt. Aber das ist, glaube ich, in allen Tales-Spielen so, ne? Das ist immer nur... Dass die Jets sich immer nur auf einen beschränken. Meredy, bitte hau den Nurse raus. Nein, Farrah lebt noch. Ha, mit zwei Pünktchen. Wie süß ist das denn? So, Farrah. Jawohl, das kam noch rechtzeitig. Das ist gut. So, wo ist denn jetzt der Shadow hier? Ich will eigentlich... Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich will zu Shadow. Nein, der steht da gerade eigentlich ganz gut. Nicht über den rüberspringen, Reed. Bitte. Nurse ist unterwegs. Nein. Oh, das ist echt der beschissenste Angriff von dem, ey. Jedes Mal, wenn der sich hier so durchs Team pflügt, dann sterben irgendwie immer zwei. Ist wahrscheinlich voll der Zufall, aber das macht ohne Wenn und Aber zu viel Schaden. Punkt. So, Life Bottle. Ich hole jetzt Meredy zurück und hoffe, dass Farrah den Rest übernimmt. Jetzt steht der hier aber schon wieder zu zentral, leider. Ja, chill halten noch länger am Boden. Ist okay, jetzt kommt der nächste Demon. Da haben wir alle voll Bock drauf. Endlich mal wieder. Was wären wir nur ohne den? Ja, und ich torkel da natürlich mitten rein. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich ein Item gerade genommen. Nein, ich wollte den eigentlich hauen, bevor der diese Scheiße hier castet. Oh, ich krieg die Krise. Ich glaube, ich werde mein letztes All-Divide verscherbeln müssen. Ich weiß sonst nicht, wie ich den Down kriegen soll. Aber dann habe ich richtig die A-Karte für zukünftige Kämpfe. Und das ist das, was mir gerade echt Angst macht. Hm. Keine Ahnung. Es ist auch halt so super nervig, dass du diesen ganzen Dialog, den die da vorher führen, dass du das halt auch nicht skippen kannst, ne? So, warte mal. Ich versuche jetzt trotz... Ah, okay. Gut, soviel zum Thema, ich versuche irgendwas. Das hat sich dann wohl erledigt. Bis gleich. So, nächster Versuch. Was habe ich jetzt anders gemacht? Ich habe für... Es fängt schon wieder fantastisch an. Wirklich immer super geil, wenn man gar nicht an den Boss rankommt. Ich kann ja auch mal irgendwas anderes machen jetzt, bitte. Ich habe jetzt ein paar andere Skills bei Dings eingestellt, bei Reed. Und ich habe bei Kiel jetzt auch mal was versucht, und zwar dieses Vereisen, was er gerade die ganze Zeit bringt. Das ist das Einzige, was er jetzt gerade einsetzen kann. Also neben seinen Kreml-Arzt-Beschwörungen, das, was er jetzt hier gerade halt macht. Ja, in der Hoffnung, dass er uns damit vielleicht so ein paar Pausen zum Heilen auch verschafft, weil das jetzt hier im letzten Kampf auch ganz hilfreich war. Aber der kann jetzt ansonsten halt nichts machen, ne? Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, aber wir werden sehen. Meredy kann nach wie vor ausschließlich Nurse casten. Und, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich davon entfernt war, in den letzten Tries den zu bekämpfen. Aber guck mal, dieses Vereisen, das bringt uns auf jeden Fall kostbare Zeit wieder, die wir fürs Heilen dann auch ganz gut gebrauchen können. Okay, und warte mal, ich habe jetzt ein paar... Ich habe eigentlich alle Techniken von Reed jetzt ausgetauscht, außer das mit dem Springen.
weil mir das so ein bisschen hilft, hier irgendwie aus einer misslichen Lage mich rauszumanövrieren. Aber jetzt stehen wir gerade schon wieder unfassbar schlecht. Ich habe jetzt auch das Equipment und alles so gelassen, wie es war. Ey, jetzt verabschiedet sich auch noch meine Stimme. Ey, jetzt kommt ja gerade alles zusammen, was mir schlechte Laune macht. Wirklich alles. So, bitte einmal hier hoch ein. Danke, Nurse war gerade eben schon unterwegs. Hätte ich mal also knicken können. So, und ich glaube, ich sollte mich auch nicht so sehr auf die normalen Angriffe von Reed konzentrieren, sondern wirklich mehr mit den Techniken arbeiten. Auch wenn der das ständig unterbricht und auch wenn ich ständig... Nein, warte, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Mir ist das Tempo hier auch einfach gerade viel zu hoch. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Ja, schmeiß mich einfach jedes Mal komplett auf die andere Seite des Kampffeldes. Ist okay. Zieht das gar nicht unnötig in die Länge oder so. So, genau, ich sollte die ganze Zeit Techniken spammen, weil ich damit halt auch irgendwie mehr Schaden mache, logischerweise, als mit normalen Attacken. Ja, gerade halte ich mich auch ganz gut am Leben. Das wird natürlich aufhören, wenn der mit seinen ganzen Ekelangriffen um die Ecke kommt. Wie lange der auch manchmal braucht, um diese scheiß Items einzusetzen. Es ist einfach nur der Abfuck schlechthin. Ich möchte unter allen Umständen, ihr merkt, mein All-Divide schützen. Mit dem wert dieser Kampf nämlich Peanuts. Ich weiß das, weil es einfach in allen anderen Kämpfen auch immer den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Jetzt wird wahrscheinlich die Heilung für Meredy wieder zu spät kommen. Nee, diesmal kam sie sogar rechtzeitig. Dafür verreckt jetzt trotzdem mein halbes Team, wie es aussieht. Obwohl, nee, warte mal. Ihm können wir jetzt so ein Miracle Gel geben. Der darf übrigens auch gern mal wieder den Gegner hier vereisen. Keine Ahnung, was Kiel hier die ganze Zeit macht, aber es bringt uns nicht wirklich weiter. So, warte mal, ich brauche eigentlich nur TP gerade. Ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst avisieren will. Ich glaube, ich gucke, dass ich Farrah stabilisiere. Ja, und jetzt spammt er halt den ganzen Schrott hintereinander weg. Wo ist Kiel mit seiner Vereisung? Ich habe den doch extra so umdisponiert, dass der das hier so ein bisschen fokussiert. Ich sag dazu einfach nichts und hoffe einfach auf ein kleines Wunder. Genau das werde ich jetzt einfach tun. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ist vielleicht auch ganz gut. Dann chill ich halt hier mein Leben und versuche aus der Ferne meine Leute ein bisschen zu stabilisieren. Nützt ja scheinbar nichts, hier in die Tumulte reinzurennen. Jetzt denkt das Spiel wieder, dass ich flüchten will. Großartig, wirklich. So, dann darf Ihmchen hier sich einmal damit stärken. Meredy hat ja jetzt auch ein bisschen den Rücken frei. Sie könnte auch gerne mal wieder Nurse casten. Wenn sie hier fertig ist, mit eine Runde um den Block spazieren gehen und frische Luft einatmen. Wobei, so frisch ist die Luft hier wahrscheinlich auch nicht, aber egal. So, und dann können wir jetzt hier mal wieder ein bisschen in die Offensive gehen. Komm, der hat doch jetzt hier schon so viel eingesteckt. Ist auch irgendwann mal gut jetzt. So, was macht Kiel? Guck mal, Kiel ist gerade ganz weit weg von Shadow. Warum setzt er seinen Absolutzauber nicht ein? Was ist hier los? Ich fühle mich gerade sehr gemobbt von meiner eigenen Mannschaft, die nicht das tut, wofür ich sie eigentlich vorgesehen habe. Es gibt eine klare Aufgabenverteilung. Ihr haltet euch doch bitte an das, was uns allen hier eventuell den Sieg bescheren könnte. Wenn jeder sich ein bisschen konzentriert. Jetzt habe ich wieder fast nicht gepeilt, dass Kiel verreckt ist. Vielleicht sollte ich Farrah auch den Wiederbelebenszauber wegnehmen und das selber in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, was das nämlich für einen Einfluss hat, wenn... Oh, jetzt kommt er wieder mit diesem Arschangriff. Meine Fresse. So, Farrah, jetzt bist du diejenige, die mal ein bisschen um sich schmeißt. Bitte einmal Lemon Gel auf Ihmchen hier, danke. Und dann brauchen wir ein bisschen Wiederbelebung. Nurse ist unterwegs. Leider ein bisschen zu früh. Weil zu früh gibt es hier wahrscheinlich in dem Kontext gar nicht. Ich würde nämlich gerne, dass Kiel den Heileffekt auch noch mitbekommt. Aber ja, dafür war es dann am Ende Tatsache zu spät. Nein, Reed, du sollst links angreifen. Ich kann doch nicht mehr machen, als die ganze Zeit den Stick nach links halten, oder? Aber Kiel hat gerade wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der weilt also noch unter uns. Und ich glaube wirklich, dass man diese Doors... Jawoll! Ich hab's geschafft ohne All-Divide! Juhu! Boah, ich habe mich noch nie so gefreut, einen Boss gelegt zu haben, wie jetzt hier bei dem. Boah, ey, das war aber ein Krampf. Nichtsdestotrotz
I now understand the sincerity of your intentions. They are admirable. Show me the way. Ich kann nicht glauben, dass der tot ist. Was? Which will you use? Das kann ich ja dann im Nachgang hoffentlich immer noch ändern. Ich weiß gerade gar nicht, wer mehr zugewiesen hat. Ich gebe das mal in Meridys Richtung. Was ist dieses Quiel? Verstehe ich genauso wenig wie ihr Baiba die ganze Zeit. Aber irgendwie ist es niedlich. Wenn ich mir vorstelle, wie sie es ausspricht, klingt es niedlich. I can't believe it. Ja, ich auch nicht, Kiel. Ich auch nicht. Also du meinst wahrscheinlich was anderes als ich, aber hey. We befriended Shadow, the one who unifies all primary Kramels in Celestia. Kiel, I'm overwhelmed too. Guck mal, Reed. Die finden so langsam zueinander, nicht wahr? Wenn man bedenkt, wie konfliktbehaftet deren Beziehung am Anfang des Spiels noch war. You know, it's not so hard to see in the dark once you get used to it. Ah, das sagt er. Okay. Der eigentlich panisch abhauen wollte, als es ihm hier zu dunkel wurde. Oh mein Gott, wir haben Shadow. Ohne Olivight. Da hat sich das ja ausnahmsweise mal ausgezahlt hier. Dark Force, jawohl. Können wir noch irgendwas rausholen? Vielleicht schon. Aber warte mal, ich wollte mal gucken, wie die kleine Figur von ihm aussieht. Ist der da unten Shadow? Ich glaube, der gehört ja mit zu den niedlichsten, ne? Der sieht aus wie so ein kleiner, verschlafener Teufel. Ich finde das ja sehr niedlich, muss ich sagen. So, ich weiß nur nicht, auf welche Seite ich den jetzt am liebsten platziert haben will. Ich finde, der passt irgendwie mehr zu Shadow. So, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass Celsius und Undine ihren Platz beibehalten, damit Nurse weiterhin zur Verfügung steht. So, aber hier werde ich jetzt erstmal alles wieder freigeben. Sollen sie sich austoben? Ich meine, die ganz normalen Kämpfe, die gehen ja klar. So, auch vom Schwierigkeitsgrad und allem drum und dran. Aber die Bosse hier, ne? Auch wenn ich wahrscheinlich nicht alle Mechanikelemente nutze, die das Spiel einem hier anbietet, aber ich finde es trotzdem schwer. Oh. Okay, was willst du mir sagen, Kristall? Bist du so freundlich und portest uns eventuell raus? Nee, aber du heilst unsere HP. Was ja auch nicht schlecht ist. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich die Zeit auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Was ich als nächstes mache. Ich gucke mal erstmal, ob ich, oder dass ich hier rauskomme. Ich speichere aber erstmal. Vielleicht kommt da ja noch ein Dialog oder so, der da ein bisschen Orientierungshilfe gibt, aber... ich würde ansonsten, wenn jetzt hier nichts weiter passiert, in der nächsten Folge mal versuchen, und ja, das wird wahrscheinlich dann ein längerer Aufnahmepart für mich werden, aber ich möchte dann versuchen, diese Schätze da zu finden, ja, die wir vor einigen Folgen mal angedeutet bekommen haben, sage ich mal, wo wir einige von diesen Silver Cages auch schon gefunden haben. Also entweder ich komme beim nächsten Mal dann super schnell durch und... weiß dann nicht mehr, wie ich weitermachen soll, weil ich nach 10 Minuten alles hab und dann eigentlich mit der Hauptstory fortfahren will, oder das beschäftigt mich einen halben Tag und ich weiß am Ende nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, das sind die beiden Szenarien, auf die das hinauslaufen kann. Vielleicht spielt das Karma auch gut mit und es passt am Ende genau. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Aber ich will erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwelche Hints bekommen. Dahingehend, wo es als nächstes weitergehen soll. Ja, die haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß auch, dass das mal besprochen wurde, zum Beispiel, dass wir halt Shadow holen sollen. Das habe ich dann zwischenzeitlich wieder vergessen und dann fiel es mir wieder ein, als ich die Shadow Cave gesehen habe. Aber theoretisch müssten wir, wenn wir jetzt Shadow haben... Was ist denn hier schon wieder los? Dann müssten wir auch... Light jetzt finden. Also ich meine, diesen Light Kramel, den haben wir ja auch schon mal gesehen. Alter, geht ihr mir hier gerade auf den Piss? Ist doch gut jetzt. Meine Fresse, ey. Was ist denn heute los? So, warte mal. Müssen wir jetzt hier... Ey, das gibt's doch nicht. Hören die auch mal auf mit dem ganzen Schrott hier? Okay. Okay. Dann ist das halt so. Vielleicht spiele ich heute auch einfach nur schlecht. Vielleicht ist aber das Spiel heute auch gnadenlos unfair. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Seid ihr gerne Schiedsrichter und entscheidet selbst.
Wobei, immer wenn es um solche Fragen geht, der sagt auf YouTube ja sowieso immer jeder, dass alles ja so einfach ist. Und wahrscheinlich ist das auch hier so. Ja. Das Spiel ist einfach zu einfach für mich. Und das irritiert mich so sehr, dass ich nicht klarkomme. Das wird die logische Erklärung dafür sein. Ich werde diesen Scheiß jetzt hier rausschneiden. Und dieser Kampf war natürlich total easy. Also war ja wirklich, ne? Das ist schon wieder Vorführeffekt par excellence hier. So, jetzt lass mich bitte hier vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Das fing an mit einem großen Potenzial, mein Lieblingsort zu werden. Und wie geht das jetzt hier zu Ende? Mit dem kompletten Gegenteil. Okay, also absolutes Gegenteil ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Hier kann ich auf jeden Fall neu fringen. Das wurde mir gerade angezeigt. Jawohl. Sehr schön. Weil es noch ätzendere Dungeons gab. Das ist jetzt einfach nur die Kombination aus dem Restfrust aus dem Bosskampf heraus quasi und dem erschwerten Rückweg und dem fehlenden Feature, hier irgendwie aus Dungeons flüchten zu können. Irgendwie. Egal ob per Item oder per Zauber oder per Bezahlung oder keine Ahnung was. Hauptsache irgendeine Möglichkeit. Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir kehren mit Shadow wieder zurück, wenn ich es denn schaffe, mal so eine olle Kapsel zu betreten. Und wir sind draußen. Boah, ey, was für eine Odyssee. So, es gab jetzt keinen weiteren Dialog. Das heißt, ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich dann weiter soll. Also ich weiß, was ich für die nächste Folge machen will. Ich werde euch wahrscheinlich auch an irgendeinem neuen Hideout dann begrüßen. Ach, warte mal, ich hatte mir doch damals auch aufgeschrieben. Ich muss nochmal gucken, wo das nochmal war. Wo ich diese Plattform da von Ifrit gefunden habe. Auf meinem Zettel steht 9896. Warte mal. Dann schipper ich da mal nochmal hin und dann können wir gleich gucken, dass wir da den Part auch beenden und von dort aus werde ich dann beim nächsten Mal Anlauf nehmen und versuchen, dann die anderen Verstecke zu finden. Das müsste dann nicht hier... Warte mal, ist das nicht sogar hier schon irgendwo? Ich weiß gerade nicht, ob ich eher auf die Koordinaten gucken soll oder auf... Hä? Okay, warte mal, irgendwas ergibt hier keinen Sinn. Ich gehe mal nochmal bis zur 98. Moment, da bin ich gerade voll vorbeigeschippert. So, 98. Und was war das zweite? 96. Na gut, da bin ich jetzt ein bisschen von entfernt. Das funktioniert hier mit der Koordinatenorientierung nicht so gut. Nein, 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 nein. Hier in die Richtung eher. So. Ja, ich muss halt eher gucken, wo die Wege hier lang führen. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen intuitiv. Das hier war die richtige Ecke, genau. Das sieht nämlich auch schon so auffällig aus in der Minimap da unten. So, dann gehen wir da einfach mal rein. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal, wenn wir dann von hier aus starten, an, was noch fehlt, was ich noch tun kann. Und hoffe, dass das keine allzu ätzende Folge wird. Und da müsste ich auch, aber vielleicht finde ich das, wenn ich da sowieso nach den Schätzen suche, auch den richtigen Weg dann für das nächste Hauptstory-Ziel. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir auch mit Shadow irgendwo hin, wo wir im Rahmen der Story schon gewesen sind. I don't know. Aber da werde ich mir meinen Kopf mal so ein bisschen zerbröseln. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!